Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir uns mal angeschaut, was die Lage auf Minmus ist. Und designen jetzt unser Raumschiff fürs erste Testen der Oberfläche. Und dazu wollen wir einen Prozessor plus Tank runterschicken, wo sozusagen getestet wird, wie viel oder wie gut die Oberfläche ist. Jetzt muss ich bloß wieder den Prozessor finden. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der war wahrscheinlich unter Hilfsmittel, ne? Ist das der Kleine oder ist das... Oh, okay, das war der Kleine. Im Grunde soll der hinfliegen mit Hydro-Oxygen und mit einer Wasserumwandlung dann dementsprechend Ressourcen herstellen. Das wäre der Plan. Ob es funktioniert, werden wir sehen. Er braucht Hitzeschilder, er braucht Solarpaneele. Es wird eine sehr aufwendige Produktion, aber wir werden mal sehen, wie gut diese läuft. Wir werden jetzt hier dementsprechend den Filter bauen, genau. Ah ne, jetzt legen wir nochmal. Bottom ist 1, 2, 5, machen wir mal. Perfekt, dann tun wir oben ein bisschen. So, das schaut besser aus. Dann drehen wir das unten auch wieder runter. Machen wir so auf 5. Stellen wir gleich um auf LH2 und Oxidator. Die stellen wir auch um, bitteschön. Macht er aus Uranite Enriched Uranium, okay. Und Ore. Interessant. Macht aus Ore und Electric Oxygen, Carbon Dioxide und Shielding. Oh, geil. Also man kann echt, wir könnten echt viel one-hunden. Oxidator, aus Oxygen macht er Oxidator. Waste Compressor macht Shielding. Das finde ich so geil, dass du aus Müll einfach Shielding machst. So, ich brauche jetzt aber was. Water and Liquid Fuel. Hydrogen and Oxygen. Wo ist denn das, was ich vorhin hatte? Carbon Dioxide. Es hat Electric Charge und Water gebraucht. Hier Hydrogen. Das ist ja Liquid Hydrogen und Oxygen. Oxidaser. Braucht er dafür noch einen extra Plant rein, theoretisch? Mal gucken. Oxidaser. Oxidaser. Oh nee, bitte nicht. Sieh das an. Oxidator. Aus Oxygen macht Oxidaser. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Er produziert aus Wasser Oxygen. Und ich brauche Oxygen zum Oxidaser. Oh Gott, das will. Ich brauche für Oxygen auch nochmal. Also ich finde es ja toll, dass er damit Oxy, also Luft herstellt. Aber ich brauche das andere Zeug auch. Bedeutet, wir müssen jetzt hier mal erst nochmal Liquid Tanks erstellen. Die links und rechts da dran kommen. So denke ich, werden wir das mal am besten machen. So, machen wir die lang. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier so den nehme. Wir tun natürlich die Tanks weg. Kann ich dich verkleinern? Problem ist für mich, ich will nicht unbedingt zwei so fette Teile drunter packen. Die wiegen ja auch Tonnen. Wir haben jetzt allein schon ein Gewicht von 3000 Tonnen. Okay, so viel machen die gar nicht aus, lol. Aber trotzdem, es ist ja trotzdem eine Masse, die wir da dran stecken. Und die will ich eigentlich ungern so massivisieren.
Es könnte echt ungut werden, wenn das zu viel ist. Also wie viel Treibstoff haben wir denn jetzt da rein theoretisch hier drin? Nicht viel. Wir reden hier echt von minimalen Treibstoff und allem. Wenn wir jetzt schauen, jetzt brauchen wir natürlich die passenden Antriebe auch noch. Das sind zum Beispiel solche hier. Dann tun wir jetzt hier die nochmal ein bisschen verbreitern. So. Der hat 89 Meter pro Sekunde, aber wahrscheinlich auch, weil das eher im Vakuum ist, oder? Wenn wir jetzt sagen, du operierst im Vakuum um Minmus rum. Hat der nicht wirklich mehr Schub, lol. Aber halt wahrscheinlich genau wegen denen hier, oder? Ich würde ja auch gerne Methane herstellen, aber das geht auch nicht. Methane tue ich halt die kleinen Antriebe dran und das wäre fertig hier. Habe ich echt keine andere Möglichkeit an Treibstoff? Sind das die einzigen, die mit LH2 laufen jetzt oder was? Und das in der Größenordnung. Du läufst auf reinem LH2. Lol. Laufen Nuklearantriebe nur auf LH2? Das wäre gerade so Realisation hoch 10. Okay, das ist ein bisschen großer Antrieb. So ein bisschen. Ah, der läuft auch gleich was anderes, oder? Kann ich hier Reaktor starten? Nee. Kann man den nicht umstellen? Zwei Zündungen hat der auch nur. Okay, ja. Das ist nicht so der Plan für meine nuklearen Antriebe. Da haben wir noch einen. Wenn wir den anschauen. Der 1000 MS. Der kriegt da so viel raus. Das ist der Wahnsinn. Wir können natürlich probieren, mit sowas zu landen. Dann schauen wir hier in der Nähe. Schauen wir mal, wenn wir jetzt hier schauen, können wir irgendwas nur mit Hydrogen. Liquid Fuel macht der zum Beispiel aus Hydrogen. Aus Hydrogen macht der Liquid Fuel und Water. Brauchen wir nicht, wir brauchen Hydrogen. Wir brauchen Hydrogen in der Produktion unten. Der macht nur Oxidizer aus Hydrogen und Oxygen. Oxygen Water Monopropellant. Der würde Monopropellant wiederherstellen. Was ist, wenn wir es einfach ganz simpel machen und ich mich jetzt mal hier nicht so beschwere? Ich mache einfach zwei verschiedene Fabriken unten dran, Antriebe, die abfallen und ich tue da einen Docker hin. Und dann tun wir testen. Fertig, aus. Mein Gott, ich tue mich hier seit 8 Minuten drüber aufregen, dass es nicht so funktioniert. Ich sollte mal nicht so rumjammern hier. Das denkt ihr euch wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit so. Alter, mach's doch einfach, probier's doch. Ich will's richtig machen, das ist mein Problem. So, wir tun den zweiten runter. Wir tun oben dann Dock dran oder sowas. Da tue ich das dann andocken alles. Kleiner Crampatron, so. Da wird dann gesteuert. Wir tun Antennen hier dran. Unten brauchen wir dementsprechend. Wir brauchen ja auch Tanks und überall. Liquid Tank tun wir unten einen dran. 1, 2, 5, glaube ich, war's. Dann brauchen wir natürlich noch Beinchen. Der das Ding. Alter, das ist einfach nur ein riesiger Turm, dann der da steht und produziert, lol. Beine.
Oder wir tun hier unten ausbauen, warte mal. Das wäre vielleicht gar nicht doof, wenn wir einfach sagen, okay, weißt du was, wir tun jetzt hier den verdoppeln. Und machen hier einen Cone hin von 1, 2, 5. Ausbauen, ausbauen. Wie weit müssen wir dafür werden? 1, 5, 5 vielleicht. 1, 5, 5 schaut noch gut aus. So, dann ist es nicht so die Bodenstruktur und an der kann man andocken rein theoretisch. Und die sollen auch hier unten Liquid Fuel und Oxidizer enthalten. Das ist auch mit Oxidator. Bedeutet, wir können hier rein theoretisch einen Tank mit Liquid Fuel machen. Oh nee, geht gar nicht. So. Jetzt müssen wir nur überlegen. Also, mal kurz gucken. Nochmal in die Chemiefabrik hier reinschauen. Chemical Plant. Wenn wir sagen, wir wollen Liquid Fuel herstellen. Das wäre hier. Da machen wir Wasser draus. Aber Wasser müssen wir gar nicht produzieren. Das ist ja... Da brauchen wir Carbon Dioxide und Hydrogen, sagt er. Carbon Dioxide. Alter, was für Massen. Carbon Dioxide. Und da kriege ich Wasser raus. Electric Charge. Wenn ich Oxygen und Waste verbrauche. Aber ich habe keinen Waste auf dem Fall. Da kriege ich Oxidizer aus Hydrogen und Oxygen. Water, Oxygen, Monopropellant aus Oxidizer, Ammonia und Electric Charge. Or Oxygen, Carbon Dioxide und Shielding aus Ore und Electric Charge. Hydrogen und Liquid Hydrogen. Liquid Hydrogen. Ich muss mal kurz zu meinen Triebwerken. Auf was basiert ihr nochmal? Liquid Methane. Hydrogen macht dann Liquid. Also aus Liquid Hydrogen machst du Hydrogen. Lol, oh Gott. LH2 Evaporator. Stimmt, wir brauchen eine Liquid Hydrogen. Oh Gott. Electric Charge. Nein, jetzt habe ich es geschlossen. Fuck! Kann ich den Converter auch? Water Electricity. Das habe ich jetzt hier gemacht, dass ich dann Hydrogen rauskriege. Aber was war denn Hydrogen, oder war der doch? Mir ist doof. Ne, Liquid Methane. Ich vergesse nicht, was das Methane ist. Liquid Fuel und Water kriege ich da raus, aber dafür brauche ich was anderes wieder. Warum gibt es denn hier nichts Gescheites? Water, Oxygen, Millipropellant. Das sind wieder so 3 Kilometer große Produktion dann am Ende. Liquid Hydrogen kriege ich hier raus, aus Hydrogen. Und Electric Charge. Das müsste doch eigentlich passen. Bedeutet Liquefied Hydrogen in Liquid Hydrogen. Liquid Hydrogen ist das da oben. Das passt. Und dann brauchen wir noch Oxidator. Oh Gott, ich brauche noch mehr. Fuu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 
Weißt du was? Jetzt machen wir es eigentlich wirklich einfach so. Wir machen jetzt die... Das passt auch so. Ich hoffe, ich habe dann am Ende genug davon. Wir machen hier jetzt links, rechts. Wir bauen schon wieder 15 Minuten an so einer blöden Stütze rum. Ich glaub's nicht. Langweiligsten Folgen ever wahrscheinlich so. Und da tun wir jetzt. Einfach weil ich es kann. Ah, wo ist es denn jetzt wieder? Ah, wahrscheinlich ganz oben, ne? Das ist nicht die Chemiefabrik. Ja, die muss ich mir. Das muss ich mir alles wirklich mal genau durchleben hier. Hier sind die Schmelzöfen und Werkstätten schon. So, und die würde ich jetzt nicht gern klein machen. Dann duplizieren und hier drüben hin. Und dann tun wir hier nämlich, wir haben jetzt ja hier das eine und das machen wir noch in Oxidator hier rum nennen. Bedeutet, wir müssen jetzt hier mal rein. Und wir machen jetzt aus Electric Charge and Water machen wir Hydrogen und Oxygen. Wir machen Liquid Hydrogen und das müssen wir Oxygen in Oxidator noch umwandeln. Oxidator, wo ist er denn? Wir hatten das schon verschwunden. Das hatten wir schon. Ne, das brauchen wir nicht. Das haben wir auch schon. Nein, wo ist es denn? Also wir produzieren hier, wenn ich mich nicht irre, warte mal. Oxygen und Hydrogen. Und hier machen wir Oxygen in Oxidizer. Ich mach's nochmal gucken. Genau, perfekt. Und du kriegst 18 pro Sekunde. Und du brauchst mehr, aber es ist ja wurscht. Ich tue mal raus, da kommst du jetzt dann rein. Und wir brauchen natürlich noch Water Tanks. Und natürlich für Oxygen brauchen wir auch noch Tanks. Das wird jetzt ein Spaß. Jetzt muss ich für alles noch Tanks machen. Eioioioi. Obwohl, ich kann Life Support, kann ich ja Water Tanks nehmen einfach hier. Die kleinsten, die passen hier drauf. Dann mache ich einfach... Ach schon, wir haben Oxygen auch. Und dann machen wir noch Water. Und dasselbe kopieren wir hier drüben drauf. Und dann brauchen wir noch für Hydrogen. Kann ich das hier eigentlich auch mitmachen? Schau mal. Nee. Jetzt machen wir einfach zwei Tanks mit Hydrogen. Ist auch wurscht. Wir wollen einfach zwei Tanks hier. Und den können wir doch auch umändern, oder? Wie war das? Ach, gehen die nicht. Da brauchen wir normale Tanks, glaube ich. So normale kleine Tanks. Was ist denn bei euch klein? Ich habe gesagt kleine Tanks. Und was ist, wenn wir einfach hier sowas oben kleiner scalen? Passt ein bisschen Wasser rein, hier passt so viel Sauerstoff rein. Wir können mal echt die Sauerstoff verkleinern. Das ist ja Schwachsinn, wenn man so viel Wasser Sauerstoff darin speichern kann. Und dann tun wir Edit Tank und dann brauchen wir hier nur Oxidizer kommt hier rein und Liquid Fuel, das brauchen wir aber nicht. Sondern wir brauchen Gases Hydrogen.
Jetzt ein bisschen Bumm voll machen. Da ist jetzt Wasserstoff drin. Und wenn ich mich nicht irre, Hydrogen. Hydrogen, perfekt. Haben wir Hydrogen und das da oben. Configure Plant. Macht das Hydrogen. Liquid Hydrogen. Aber noch die kleinen. LH2 ist Liquid Hydrogen und Oxidase haben wir dann. Perfekt. Und eigentlich würde ich nicht gerne die Bases hier drehen. Beziehungsweise ein bisschen gedreht halt so. Dann kann man so ein bisschen runtergehen, so. Dann ist es ein bisschen offener einfach. Dann brauchen wir gegen Hitze noch natürlich die dementsprechenden... Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen groß. Also wir auf jeden Fall zwei hier dran haben. Und am Boden der Operation sollte dann vielleicht... erstmal so Thermal auch sein. Thermalenergie natürlich. Und noch ein paar größere Solarpaneele. Das ist jetzt so, sag ich mal, das ist die Base. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der Folge, in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.